Hi, ich bin Nina, ich bin 19 Jahre alt und komme hier aus Wuppertal und ich bin lesbisch. Also ich bin Feder, ich bin eigentlich 17 Jahre alt, aber ich bin auch nebenbei ein Fuchs und in dem bin ich momentan 4 Monate alt. Ich bin Sol, ich bin 19 Jahre alt und meine Pronomen sind they, she. Ja, ich bin Josephine Marie, hier aus Wuppertal, 35 Jahre alt, bin eine Frau mit Trans-Hintergrund und lebe einfach mein Leben so bunt wie möglich. Also ich bin Milo, ich gehe mit allen Pronomen und ich bin 13 Jahre alt. Ja, ich bin da Felix, das Alpha vom einem Rudel und bin anderthalb Jahre Papi. Ich habe 5 Namen. Ich benutze Gabriel, Luca, Buck, Matt und V. Ich bin hier, weil mir das Thema sehr wichtig ist. Ich gehöre auch selber zu der Community und ja, es liegt mir einfach sehr am Herzen, dass das Thema noch präsenter wird, dass die Akzeptanz einfach noch größer wird. Es ist halt vor allem so in die Zukunft blickend. Ich bin ja auch trans mit dem ganzen Transitioning und so, ist halt in Deutschland nicht wirklich möglich. Und gerade auch bei non-binären Personen muss noch viel getan werden. Ich finde, es muss endlich ein Pronomen geben. Ich finde, es ist wichtig, dass da endlich was gefunden wird, damit die sich wirklich auch aufgenommen fühlen, auch im Sprachgebrauch, weil es gibt Frau und Herr, aber wie spricht man eine Person an, die sich weder dem einen noch dem anderen zuordnen möchte? Das ist, glaube ich, noch das größte Problem gerade. Ich weiß, dass ich sehr oft nicht akzeptiert werde, besonders weil ich halt, wie gesagt, ein Fuchs bin und viele akzeptieren das eben nicht. Warum bist du genau hier? Weil ich selber gay bin. erstes CSD, ich wollte schon seit Jahren gehen.